Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir waren irgendwo unterhalb, irgendwo zwischen den Ebenen. Ja, krabbeln wir umher. Sind wir hier richtig? Ich glaube ja. Oha. Ja, sind wir gerade mal runtergerutscht. Ah ja, okay, das kommt mir bekannt vor. Jawohl. Die Reaktoren sind gleich aufgebaut. Gut zu wissen. Alles klar. So. Kurz gucken, wie sieht unser Leben aus? Oha. So, machen wir das mal so. Wir wollen ja nicht gleich ein Game Over Screen haben. Falls ein Bosskampf kommt. Falls. Oh. Oh. Der Schaden ist real. Oh. Oh, krass. 6 Schaden. Dann machen wir ja deutlich weniger. Oh, ja, yeah, Mann. Der Erstboy ist schon auf Level 10. Na, das kann ja nicht mal lange dauern, bis wir hier fertig sind. So. Oder das ist schon der nächste Speicherstand. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Spaß. So, speichern. Na komm. Warum speichern wir nicht mal? So. Guck mal. Vielleicht muss ja kein. Es muss ja kein Boss kommen, ja? Nur weil wir wieder, Oh, mein Kopf. Hä? Was zum Papa? Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Wer? Sephiroth, Soldier, Shinra, Makoreaktoren. Ich. Hasse sie alle. Alter, what? Oh. Verdammt, Mann, reiß dich zusammen. Alles klar? Tifa. Nein, vergiss es, wir müssen weiter. Was war das? War das die Vergangenheit? Yeah. Oh, diesmal ist keine Zeit, alles klar. Diesmal haben wir eine Fernzündung. Oha. 5 Gegner? Ist aber unfair. Was? Wie viel halten die denn aus? Ja, hier, komm. Limit. Mutattacke. Yeah. Nice. Wieso gehen die alle auf ihn? Die gehen alle auf Cloud. Das ist unfair. So. Was? Der lebt immer noch? Alter, warum geht ihr alle auf ihn? Ja, geil. Geschafft. Geil. Speichern. Geil. Ne? Jeden Speicherstand 10-mal mitnehmen. So. Und hoppla, ja, wieder raus. War ein kurzer Besuch. Und spannend auch. So. Bisher ist das noch nicht schwierig, die Reaktoren in die Luft zu jagen. Also, keine Wachleute, kein gar nichts. Zack.
Und hopp. Und raus. So, wir können ja nicht mehr runterrutschen. Eher gesagt hochrutschen, sondern wir müssen dann wahrscheinlich den Weg, den langen Weg gehen. Oha, da sind sie. Da sind die Wachleute. Oha. Smog. Ist das Gift? Oh jo. Jo. Geht immer schön auf eine Person. Was zum. Oh lol, ey. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht abgekackt. Nee. Nur pausiert. Alles klar. Okay, wenn das jetzt nochmal passiert, dann, okay. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. So. Geil. Ich hoffe, das passiert nicht an ungünstigen Stellen. Falls es nochmal passieren sollte. So, raus hier. Död, Schalter ein. Geil. Und raus. Ah, guck mal, eine Truhe. Yeah, Äther. Oh, wieso sind das immer mehr? Mehr als wir. Ah, du machst keinen Schaden. Du bist in der hinteren Reihe. Der Barret wird nie angegriffen. Das ist unfair. Ey, guck das an. Okay. Jetzt wird Barret mal angegriffen, ey. So eine Sauerei, ey. So, zweiter und ja, läuft. Okay, Tifa ist fast wieder im Limitbereich. Das ist ganz okay. Naja, was soll man dazu schon sagen? So oft Limit benutzen, wie es geht. Ist wahrscheinlich die beste Taktik. So. Was? Das hat gesagt, wir müssen alle auf einmal die Taste drücken. So. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Okay, zu früh gedrückt. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Ach du Scheiße. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Was? Alter, wie genau muss das denn sein? Okay, das war zu früh. Jetzt. Oh, geil. So muss das sein, ja. Das ist smooth. Oh, da ist nochmal ein Speicherpunkt. So. Aber ich würde sagen, ja, ich guck gerade mal, was das war. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Problem behoben habe. Also, ja, viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich, ja? Tschüss. So, Leute, willkommen zurück. Ich hoffe, ich habe das Problem jetzt einfach mal behoben. Es war mein Grafiktreiber. Ja, toll. Alter, sind wir hoch. Oh, warte mal. Das sieht mir gefährlich aus. So, muss reichen. So. Hier entlang. Oha. Shinra-Soldaten? Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle? Was ist das für ein Geräusch? Ach du Kacke, ein Fettarsch. Präsident Shinra? Was macht der Präsident hier? Hm, ihr seid also. Wie war das doch gleich? Avalanche, merken Sie es gut. Und du bist der Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh, du. Du bist der, der von Soldier zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es an deinen Augen, dass du mit Makro in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Cloud.
Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Außer dir wird mal ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth, er war genial. Vielleicht zu genial. Sephiroth? Das ist mir völlig Schnuppe, Mann. Bald geht hier alles mit einem Riesenknall in die Luft. Geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ihr Shinra seid Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist das Ober-Ungeziefer, also halt die Klappe. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun, wenn ihr mich entschuldigt. Ich muss zu einem Bankett. Bankett? Mach keine Witze! Keine Witze. Ja? Ich bin noch nicht fertig. Ich habe euch einen Spielkameraden besorgt. Was für ein Schnipsen. Was ist das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Darf ich bekannt machen? Airbuster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die er eurem Leichen entnehmen wird, uns für unsere zukünftigen Experimente sehr nützlich sein werden. Technosoldat? Also, wenn ihr mich entschuldigt. Hey, halt, Präsident! Einfach weg. Hey, Cloud, wir müssen gegen dir was machen. Oha. Hilfe, Cloud. Ist das ein Soldier? Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist. Ich werde es fertig machen. So. Ich würde schätzen, wir machen jetzt einen 2-Seiten-Angriff. Yo. Oh, hoppla. So. Gegenangriff. Jawohl. Wir drehen uns jetzt immer im Kreis. Ausführung von Programm 1. Was? Kannst du mal aufhören, dich immer umzudrehen, Alter? Großer Bomber? Bam, Junge. Gegenangriff. Okay, immer wenn wir uns... Okay, immer wenn wir die Seiten wechseln... Alter! Yeah! Mann, Alter! Immer falsche Taste. Oh, shit! Bam! Immer schön... Keine Ahnung, ob das die richtige Taktik ist, aber... Oha! ...650 Schaden. Alter Schwede. Was? Das war's schon? Was? Lächerlich. Aber... Barrett ist Level 10. Und ein Titanreif. Geil. Geil. Geiler Bosskampf. Muss ich sagen. War geil. War anscheinend die richtige Taktik. Oha. Es wird explodieren. Komm, tiefer weg hier. Barrett, kannst du nichts tun? Absolut nichts. Du stehst da einfach nur rum, Alter. Cloud, du darfst nicht sterben. Bitte, es gibt so viel, was ich dir... Ich weiß, tiefer. Hey, wirst du es schaffen? Mach, dass ihr da verschwendet. Ich komme schon selbst klar. Aber kümmere dich um tiefer. Na gut. Tut mir leid. Hör auf, so zu reden. Als ob es das Ende wäre. Okay, bis später. Ach, oh. Komm tiefer. Oh. Platsch. Tot. Game over. Bist du okay? Was? Kannst du mich hören? Ja. Damals bin ich fast ohne Kratzer davon gekommen. Was? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, er hat sich bewegt.
Wie steht's damit? Was? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo? Hallo? Ich weiß. Alter, was? Hey, wer bist du? Hallo? Hallo? Ja. Alt, yo, einfach mal aufstehen, easy. Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich herunter. Hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt? Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Alter, hast du gesehen, wie hoch das war? Geil. Blumenbeet? Oh, deins? Erstmal drauf rumtrampeln. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Für besondere Menschen. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen. Aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ich liebe diesen Ort. Du hast blaue Augen. Oder grüne. Türkis. Ja, einigen wir uns auf Türkis. Achso, ich kann mich bewegen. Hallo. So treffen wir uns also wieder. Kennen wir sie irgendwoher? Ah, das Blumenmädchen, oder? Erinnerst du dich nicht an mich? Doch. Ja, ich weiß noch. Du bist die Säuferin aus den Slums. Nein, sie hat Blumen verkauft. Oh, du erinnerst dich an M. Tja, du hast keine meiner Blumen gekauft. Ich konnte nicht. Naja, ist schon gut. Ich konnte keine Blume kaufen. Sag mal, hast du irgendwelche Materie? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materie. Aber meine ist was Besonderes. Taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher. Sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Ja, warum nicht, ne? Wart mal kurz. Wart mal kurz. Ich muss nach meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Trampel, 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 alles kaputt hauen. Ja. Hallo. Einen Moment noch. Oh. Da fällt mir was ein. Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße... Eris. Mit S? Ich dachte, die wird immer mit TH geschrieben. Ha. Egal. Ich bin Aerith. Ah, doch, oder? Mit TH eigentlich. Ist egal. Das Blumenmädchen freut mich. Mein Name ist Cloud. Was ich so tue, ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle? Tja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Wer ist der Typ dahin? Was ist so lustig? Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur... Ach, was für ein schlechtes Timing. Cloud, nicht beachten. Hä? Was ist denn das? Hallo? Nicht beachten. Erstmal mit ihm reden. Mach dir keine Gedanken. Okay. Sag mal, Cloud, machst du auch Leibwächter? Du übernimmst hier einen Job, oder? Ja, stimmt. Dann hilf mir hier weg. Bring mich nach Hause. Okay, mach ich. Aber es wird dich einiges kosten. Also mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe, ne? Nee, nee, nee. Was? Oh, ja. Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Achso, er. Ich kenne dich. Oha. Und ob ich dich kenne... Diese Uniform. Hey, Schwester, was ist denn das für einer, hä? Sei still, du Shinra-Spion.
Reno, sollen wir ihn umlegen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe, jetzt zertrampelt die Blumen. Der Ausgang ist da hinten. Jo, alles klar und tschüss. Das waren Marco-Augen. Genau wie meine. Ganz bestimmt. Okay, an die Arbeit, beeilt euch. Ah. Und tretet nicht auf die Blumen. Ey, Reno, du bist doch gerade... Die sind alle hinüber. Oh, mein Gott. Geil. So. Aerith. Wie auch immer. Aerith. Aerith. Alles klar. Was hast du denn so... Ja. Oh ja, genau. So. Da ich weiß, was mit ihr passieren wird. Oh ne, warte mal. Machen wir hier Genesung rein. Hier alle. Machen wir Gewitter und Kälte. Ja, die sind schon so weit vorne. Ja, toll. Was hat denn? Oh. Oh. Katsching. Alter. Habt ihr das gehört? Das war ein Knall. Okay, warte mal. Wir müssen nach vorne. Und du gehst mal dahin. So ist das gut. Geil. So. Boah, die ist Level 6, Alter. Die kann da nix. Also. Warte. Die hat. Ja, ja, ist okay. Materia, du hast ja noch einen Platz. Genau. Oh, hoppla. Perfekt. Dö. Immer diese Tasten. Und hopp! Einfach rübergejumpt, Alter. Da sind sie, dort drüben. Was? Cloud, schau nur. Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus, als würden sie Ruhe geben. Was sollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur auch noch eins. Kämpfen. Aerith, hier entlang. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Ist gut, lass keinen durchkommen. Sie darf nicht entkommen. Ah! Aerith! Meint ihr, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Cloud, Hilfe! Verdammt! Was ist das? Halt durch! Was soll ich tun? Oh, yo, natürlich. 3 gegen 1, weißt du? Bist cool. Ah. Zack, down. Au. Ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen die Limit Bar auffüllen. So. Ich habe keine Ahnung, wie man die Fässer in der richtigen Reihenfolge runterschmeißt. Aber ich denke einfach mal. Hier ist ein Fass. Wenn ihr das Fass verschieben. Plop. Oh, Cloud, was machst du? Okay. Das war das falsche Fass. Ja, egal. Aerith kann sich auch selber. Ein Schaden. Was denn das für ein scheiß Maschinengewehr? So. Ah, der Part wird, glaube ich, ein bisschen länger jetzt, ja?
Ja, ist egal. Okay, scheiße. Was ist hiermit? Ich glaube, das wäre das richtige Fass gewesen, oder? Ist ein Fass, welches ich jetzt nur verschieben könnte. Ah! Halt durch. Das ist das Fass. Da, ne. What? Oh! Danke, Cloud. Ah, toll. Ja, dann wäre das hier wahrscheinlich das Fass gewesen. Ja. Cloud, Hilfe! Ja, da hätten wir das hier. Ja, komm, halt durch. Komm, schmeißen wir das Fass runter, um zu schauen. Oh, Cloud, was machst du? Ja. Oh, jo, jetzt sind es schon zwei Gegner. Klar. Batz, Junge. Einfach so mit dem Stab. Meine Fresse, ist die schwach. Oha. So. Und... Okay, zum Glück stehen wir ja in der hinteren Reihe, nicht wahr? So. Weißt du was, wir zaubern jetzt einfach ein bisschen, ja? Wozu haben wir die Materie? Ja, Feuer, Mann. Burn. Geil. Oh, ein Trank, auch nicht schlecht. Oh, dann kämpfen wir nochmal. Nochmal gegen drei, Alter. Zack. Was? Oh, das könnt ihr ruhig öfter machen. Limit ist wieder halb voll. Geil. Oh. So, easy. Und Level 11. Obernice. Oha. Nice jump. Alice, hier entlang. Falsch. Hier raus. Nice. Die Kirche ist voll klein. Alter, guck dir mal das an. Guck dir die Kirche mal an, wie winzig die ist im Gegensatz zu... Egal. Puh, die suchen mich schon wieder. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Das waren Turks. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Die suchen nur? So brutal wie die rangehen, dachte ich. Die entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Ach so. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. So sehen sie auch aus. Aber warum sind sie eigentlich hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht, aber mit diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Was? Also gut, dann gehen wir. Job. Jawohl. Hä? Jo. Geil. Warte, ich hab doch gesagt, du sollst warten. Ja, Mann, Alter. Langsamer kann man echt nicht brauchen. Puh, uff. Nicht so schnell, so warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Oh, du bist wirklich schlimm. Hahaha, witzig. Du Cloud, was du meinst, Soldier? Früher mal, wie kommst du drauf? Deine Augen. Sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, deren Marco eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so? Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Herr Leibwächter. Ja, ich will einen Speicherpunkt haben. Schon so viel passiert, Alter. Wo bin ich? Ach, da.
Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. Jo. Wo? Hier? Oh, Speicherpunkt. Gott sei Dank. Was ist das denn? Die macht aber Schaden, ne? Genau wie ich. Sehr schön. Immer auf Cloud. Hehe. Mutattacke. Ja. Geil. Kämpfen lohnt sich hier nicht irgendwie so. Na egal. Langer Part geht endlich zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal zu Final Fantasy 7. Haut rein. Macht's gut. Ciao.